geht. Bevor jetzt dieses wunderbare Video sich präsentiert, möchte ich ganz kurz etwas ansprechen. Und zwar gibt es am 15.08.2020 eine Saturn-Eröffnung mit mir gemeinsam als Partner vor Ort. Gemeinsam bin ich damit Asus vor Ort. Es gibt 150 Tickets zu kaufen. Die kosten 5 Euro. Müssen wir machen, weil ich sonst eure Daten nicht bekomme wegen Corona-Richtlinien. Deshalb auch nur 150 Tickets. Wir hätten gern mehr gemacht. Also beeilt euch. Tickets schnell ausverkauft. Ihr kriegt ein Goodiebag vor Ort, der auf jeden Fall deutlich mehr wert ist als tatsächlich nur 5 Euro. Also da wird deutlich mehr drin sein. Es gibt die Möglichkeit, eine Grafikkarte zu gewinnen, Fotos mit mir zu machen und viele weitere coole Aktivitäten erwarten euch vor Ort. Ja? Wie gesagt, 15.08.2020, 15 Uhr am Saturn am Hansaring in Köln. Also alle Leute aus der Umgebung, kommt gerne vorbei. 5 Euro kostet der Spaß. Und hier nochmal ein ganz kurzer Trailer, wie das Ding aussieht. Es wird richtig geisteskrank fett. Link in der Beschreibung, gönnt euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Gummo, es ist viel zu früh, es ist gerade mal 8 Uhr und ich fahre jetzt nach Hamburg, weil ich leider Gottes mit Dena zusammen im Fernsehen zu sehen bin bald. Wir fahren jetzt zum Quizduell der Olymp-Version mit Jörg Pilawa. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, ist Dena leider mit dabei, Alter. Gar keinen Bock drauf, Mann! Stau oder sowas haben wir ja zum Glück gar nicht. Wir fahren jetzt hier auch gerade mit 13 km/h durch irgendeinen Ort. An der Stelle. Wenigstens gute Musik. Ah, endlich zurück auf die Autobahn, wo der Verkehr. Ja, der Verkehr steht. Ich werde definitiv zu spät kommen. Und wahrscheinlich ist Dena noch nicht mal losgefahren. Arschgeile Nummer. Ganz entspannt den veganen Burger hier probieren. Ich erwarte absolut gar nichts. Dena ist an der Stelle endlich, glaube ich, auch aus Köln losgefahren. Wir können nur hoffen, dass die Aufzeichnung der Sendung vor 18 Uhr stattfindet. Grüße geht raus an dich, Felix. An der Stelle dann, ne? Ich bin auf jeden Fall da. Natürlich warten wir noch auf Felix, so wie immer. Und ich werde heute mit dem Team spielen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Jetzt gibt's Essen. Die junge Dame. Vanillesahne. Pfannkuchen, lecky. Felix ist immer noch nicht da. Geil. Boah, ey. Geil. Sehr gut. Willst du mir kurz erklären, wo Felix ist? Ich meine, du bist ja seine Managerin. Eigentlich sollte er schon hier sein. Ja, ich glaube, dass der noch schläft, ehrlich. Der schläft noch. Alles klar. Und wie fühlt sich das an, wenn Künstler von anderen Managements früher da sind als die eigenen? Das ist mein Fehler eigentlich. Ja, natürlich, du bist die Managerin. Klar, das ist dein Fehler. Lass dich schmecken, Kathi. Alles Gute. Ich guck mal, hat einen coolen Handtuch. Und die sind deutlich besser gekümmert als um Alfie. Das ist krass, ne? Ja. Wo ist Alfie gerade? Weißt du gar nicht, ne? Genau. Ich komm schon klar. Super. So, ich mache mal eine ganz kurze Zoomtour durch die Garderobe. Das hier ist Felix' Garderobe. Da ist Jörg Pilawa. Also das jetzt. Kannst du kurz vielleicht ganz kurz... Ich mache hier gerade eine Roomtour, okay? Laden ruft an. Achso, dann leg mal ganz schnell auf jetzt bitte. Also, ich habe auch noch gar nicht gesagt, wo wir heute sind. Wir sind beim Quizduell bei Jörg Pilawa. Also das ist nicht Jörg Pilawa, sondern das ist... Das ist... Ich weiß es nicht. Das, wer ist das? Das ist Jörg Pilawa. Den haben wir eben schon gesehen. Ich war gerade in der Maske und sehe wieder richtig gut aus. Schön bin ich. Also, ja, Garderobe. Ist auch interessant. Das sind übrigens die gleichen Studios, wo ich mit Trimax gewesen bin. Hier bin ich. Arschgeile Nummer. Wo rennst du hin? Bye, have a great time. Perfekt, mach's gut. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal den verspäteten Felix holen. Der war ja nur eine Stunde zu spät, also passt ja eigentlich, oder? Ist es immer das Gleiche. Maschallah, diese Make-up-Kranz. Bruder, gleich nochmal Maske, gar kein Bock. Was für ein Promi, ey. Boah, cooles Auto, ey, wirklich. Cooler Typ auch. Wahnsinn, richtiger Promi, wirklich. Oh, der ist richtig reich, ne? Alter, unangenehm. Zu spät, ne? Du bist zu spät, Kollege. Junge, da waren zu viele von dir auf der Straße. Natürlich, viele zu viele AMGs, die 300 gefahren sind. Im Stau zwischen Bremen und Hamburg. Und das stimmt nicht, da bin ich nämlich außen rum gefahren. Das hättest du nicht machen müssen. Ich bin nach Hannover gefahren. Komm, fahr weiter, du Lügner. Nicht laut. Will er damit irgendwas kompensieren oder so? Also ich meine, ihr wart ja mal zusammen und vielleicht ganz sehr kurz. Ich darf keine Knapp unterschrieben, ich darf nicht sagen. Das hört sich nach Felix an. Guck mal, wir müssen leasen und der hat Eigentum, ey. Boah, ist ja ein riesen Kofferraum, Junge. Das ist ja sau viel Platz, ne? Ja. Okay, setz dich mal kurz rein, ja? Ja. Ist viel Leder, ne? Kleines Lenkrad. Den musst du schalten. Ich
Gott, ja. Alter. Den will man schalten. Den will man schalten. Okay, wie viel wiegt der Wagen? 250 Kilo. Und wie viel PS hat der? 376. Und nur noch 100? Ah, kommt auf den Fahrer an, aber ungefähr 4 Sekunden. Das ist langsamer als meiner. Ja, weil du hast Launch Control und Allradantrieb. Der hier ist Heckantrieb und alles manuell. Mhm, also bin ich besser als Autofahrer. Du bist bestimmt mit dem 0 auf 100 schneller. Mit jeder Kurve bist du hier schneller. Und sportlicher fahren tut er sich sowieso. Eieiei. Ja, schön. Nee, es geht. So, guck mal hier. Kleines ist der Arsch, ne? Kleines ist der Arsch wie der Dinner. Der ist praktisch, oder? Für mich, ja. Genug, praktisch genug. Für dich, ja. Familie hast du eh nicht geplant, ne? Nee, ich mach grad nur, ich bin Carspotter, deshalb. Ja, nee, sau cool, perfekt. Alter, wir haben ja sogar Snacks auf unserem Zimmer. Bisschen Obst, Krautsalat, was ist das, Nudeln? Ja, Nudeln. Und bisschen Zucker. Dann haben wir hier leckere Kugeln. Und hier drin ist irgendwas, was Zucker. Geil. Das werde ich jetzt gleich alles essen. Dazu zwei Kaffee trinken. Und dann währenddessen in der Show großzügig furzen. Und vielleicht sogar einfach mal gucken, was kommt. Felix ist gerade in der Maske. Das dauert jetzt wahrscheinlich noch eine Dreiviertelstunde. Die müssen ja wirklich einiges bei dem Mann retten. Der hat ja den Stress, den ganzen Stressverhalten vom Schalten. So dumm, wenn sich so ein Auto kauft. Aber gut, ist ja seine Sache. Ihr wisst, glaube ich, gar nicht, was abgeht. Das ist Quizduell Olymp. Das heißt, wir spielen gegen drei. Wie zeige ich denn drei? Ich habe gerade die drei so gezeigt. Wir spielen gegen was sind das, Profis? Profirater, das ist eine Ausbildung, die gemacht haben zum Profirater. Und ich gewinne hier immer. Und jetzt muss ich mit Felix gemeinsam gegen die beiden antreten. Und jetzt schauen wir mal, wie das läuft. Und ich glaube, wir haben vorher so einen Fragebogen ausgefüllt, was unsere Stärken und Schwächen sind. Den haben wir dann gestern Abend um 12 Uhr, ich und Felix um 2 Uhr eingereicht. Das werden die bestimmt jetzt in den Fragen hier berücksichtigt haben. Nicht. Und ich gehe davon aus, dass wir hier mit einem Minus von... Kann man einen Minus rausgehen? Nein? Perfekt. Dann sehen wir uns gleich zur akkuraten Teambesprechung. Dann geht's auch schon los. Ich glaube, Zeitplan hier heute, ne? Felix, ich würde sagen, dass du der Sprecher bist, weil dann die Verantwortung bei dir liegt und es dann umso lustiger ist, wenn du falsch antwortest. Schiebst du die Antwortung gerne von dir? Nee, das nicht, aber ich würde sagen, das ist einfach, glaube ich, besser, so eine deutlich angenehmere Stimme. Es ist schade, dass wir eigentlich auf Vertrauensbasis arbeiten, du mein Handy erstmal kaputt gemacht hast bei dir im Auto und es einfach auch gestohlen hast. Unsere Strategie steht, ich denke, du antwortest perfekt. Wir haben hier einmal für dich guten Nudelsalat. Nimm den dir mit, pack ihn in die Tasche als Glücksbringer. Eine Nussecke. Das ist eine Nussecke? Nein, 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 das ist keine Nussecke gewesen, das war Ketamin. Du bist derjenige, der die Antworten gibt, bist dann damit auch schuld, wenn es in die Hose geht. Mhm. Jetzt haben wir eben gehört, es gab noch keine Paarung, die es geschafft hat, alle Fragen falsch zu beantworten. Dann wäre ja jetzt eigentlich die naheliegendste Idee, dass wir jetzt alle Fragen falsch beantworten, sage ich mal. Guck mal, ich habe meine Sachen gebügelt. Ich habe seit einem Jahr keine gebügelte Sachen gehabt. Wie lange wohnst du jetzt alleine schon? Also, du bist doch erwachsen, oder? Krass, ich hätte niemals gedacht, dass es Longtees gibt, die sogar an dir lang aussehen, weil dein Oberkörper ist 3 Meter lang. Ganz zu schweigen von anderen Körperteilen. Jedenfalls ist jetzt ja die Idee, dass du derjenige bist, der jetzt die Antworten gibt. Und du bist damit vollkommen zufrieden, oder? Perfekt. Jetzt haben wir Probe, ne? Jetzt immer falsch antworten, okay? Jede einzige Frage falsch, okay? We got their Mind Games. Glaub nicht, dass da Mind Games drin funktionieren. Zeig nochmal dich. Ich glaub nicht. Ich glaub schon. Felix, kommst du bitte? Die warten auf uns. Wir wollen jetzt ins Studio. Lass das einfach und hör auf damit. Da ist eine Red Bull los in der Hand. Ich sehe das, ja. Danke dafür, Leo. Junge. Boah. Ist doch größer als dein Studio. Hi. Ich hab hier Fotos. Ich habe Kamera dabei, brauchst du nicht. Ich mache das. Also. Ein Loser-Foto? Ein Loser-Foto, genau. Wir gewinnen doch. Boah, das ist so geil, dass hier diese Scheibe dazwischen ist. Erstens, dein Körpergeruch heute ganz schlimm. Zweitens, oh, du schwitzt richtig, ne? Ja, richtig. Alter. Also hier ist unser Monitor, da können wir drauf antworten. Da sitzen unsere drei Kontrahenten auf dem Olymp. Wir stehen auf dem Boden der Tatsachen. Da sitzt Jörg Pilawa. Alter, kommen wir auch aus der Tür raus? Boah, hoffentlich. Hoffentlich, Alter. Da ist der Gewinn hinter der Porsche. Testrunde. Wir haben die Probe gewonnen. Das ist sau dumm eigentlich, ne? Wir wollten alles verlieren. Ja. Man kann nur einmal gewinnen am Tag. Willst du kurz das Studio einmal führen? Ja, habe ich das Studio. Ja. Dann habe ich mir gedacht, ein paar Lampen hin. Ja. Da ein paar Buchstaben hingemacht. Was das heißt, weiß ich nicht, weil lesen kann ich nicht. Quizduell steht da, Felix. Und guck mal in die Decke. Boah. Da ist tatsächlich auch noch eine Klimaanlage. Alter. Das finde ich richtig geil. Ey, hier ist so angenehm drin. Und dieses Studio ist wirklich riesengroß. Das Publikum, ja, das hat heute wohl... Also, ich glaube, die sind heute noch ein bisschen ruhiger, ne? Sagen wir es mal so. Schade übrigens, dass wir nicht aus der Tür rausgehen dürfen. Aus der Tür dürfen wir nicht rauslaufen. Renn einfach mal richtig laut richtig dagegen. Ja, ist das überhaupt eine Tür? Das ist so eine Schiebetür. Wenn du reingehst, dann geht es automatisch auf. Das ist gelogen. Wenn du intelligent genug bist. Die geht nicht auf. Du siehst nicht klug genug aus. Sonst wird es aufgehen. Wenn du richtig klug bist, geht's mit Feuer auf. Komm jetzt, Garderobe, einmal richtig schnell Kaffee trinken, komm.
Ey, wir haben so krank performt, oder? Junge, beschweren kann man sich da eher weniger. Also es war wirklich sehr stark. Das Ergebnis dürfen wir leider nicht verraten, aber wir sagen es mal so, Leute. Es lief. Da gab es ein, zwei Patzer, gab's, aber im Großen und Ganzen. Bist du zufrieden, Kathi? Es interessiert wirklich niemanden, was du denkst, ganz ehrlich. Wir gehen jetzt noch was essen. Ist hier das Geld drin? Ist hier, hier ist das Geld. Guck mal rein. Mach auf, mach auf, mach auf. Eine Besitzurkunde. Haben wir um eine Immobilie gespielt hier? Alter. Und schau mal rein. Na, Achtung. Oh mein Gott. Guck dir das an, was ist das für ein Scheiß? Immer wieder sau angenehm mit Felix die Zeit zu verbringen, kann man nicht anders sagen. Wir gehen auf jeden Fall noch was essen. Dann schaue ich mal, ob ich mich später mit Max oder Monte oder weiß ich noch wem irgendwie aus Hamburg hier treffe. Wenn nicht, dann fahre ich einfach nach Hause und komme nie wieder. Ciao. Das hier, das ist mein Hotelzimmer, by the way. Also es ist schon der nächste Tag und ich sag's, wie es ist. Ich war gestern Abend nur noch was essen, dann war ich in der Bar und das war's. Es ist nichts mehr passiert. Einen wollte mich noch mit Trimax treffen, aber der wollte dann irgendwie mit mir im Caprio um 22 Uhr in der Stadt streamen. Da habe ich dann gesagt, bin ich raus. Und an der Stelle würde ich auch sagen, war's das von diesem Arschgeilen-Blog. Wenn es euch gefallen hat, ach, halt doch die Fresse.